Hallo, willkommen zu einer neuen Wochenvlog-Serie. Ja, es ist Montag. Ich hatte heute Frühschicht, deswegen bin ich auch sehr müde. Ich habe nämlich kaum geschlafen heute Nacht, aber das ist immer am ersten Frühschichttag, ist das immer so, dass man kaum schläft. Und ja, man hat irgendwie Angst, dass man irgendwie verschläft. Passiert aber nicht. Ich war heute Morgen pünktlich. Ich war nämlich sogar sehr pünktlich. Ich habe nämlich dieses 1%-Buch gelesen. Minimale Veränderung mit maximaler Wirkung. Ich habe mir heute Morgen eine neue Routine zugelegt. Die habe ich jetzt die letzten 4 Tage geübt. Und heute Morgen war dann Probe auf Exempel die Arbeitswoche. Wenn du morgens um 5 Uhr aufstehen musst oder Viertel vor 5, Viertel nach 4, ja, so Viertel nach 4, halb 5. Und dann guckst, wie minimal ist diese Morgenroutine und wie kann ich sie in meinen Alltag einbinden? Und habe ich dafür wirklich die maximale Wirkung mit nur einem einzigen Prozent? Und dann habe ich das heute Morgen getestet, wie alltagstauglich die ist. Ne? Also nicht mehr mit, ich ziehe mich an, gehe dann ins Badezimmer, gehe dann wieder ins Schlafzimmer, sondern ich bin aufgestanden. Bin ins Badezimmer gegangen, habe dort alle meine Sachen erledigt, die ich erledigen musste, habe mich sogar auf die Waage gestellt. Ich habe nämlich eine neue Waage gekauft, wie ihr im letzten Blog ja gesehen habt. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich habe mittlerweile sogar die Einstellungen raus. Ja, und nachdem ich dann die Einstellungen raus hatte, ja, zeigt mir die Waage sogar mein Gewicht in Deutsch an, nicht mehr in Amerikanisch. So, meine Waschmaschine läuft. Jetzt ist es viel heller, ne? So, wir sind wieder in meinem schönen Büro, wo es so schön dreckig ist und richtig viel Arbeit ist. Ich habe mir ja schon wieder was gekauft. Wollt ihr das sehen? Ganz klein, ganz minimal. Ich bin total happy da drauf. Eine professionelle Vlog-Kamera. Da, schaut mal. Moment. Und dann kann man jetzt so schön aufnehmen damit. Ich muss nur ganz vorsichtig sein damit. Und ich habe sie noch nicht eingestellt. Das kommt nämlich auch noch. Sogar mit Mikrofon, falls man in der Öffentlichkeit ist. Ja, mit Makrofokus. Und dann macht man die einfach zu. Und alles zieht automatisch ein. Ja, die habe ich mir tatsächlich gegönnt. Ich habe mir sogar ein neues Kleid bestellt. Das kommt aber erst im April irgendwann an. Und ich hätte so gern die neue Kamera ausprobiert. Aber was ich natürlich total vergessen habe, ist, die Speicherkarte mitzubestellen. Ich habe vergessen, die Speicherkarte mitzubestellen. Ja, deswegen musste ich gleich noch eine Speicherkarte bestellen. Und das Schöne war, ich habe eine richtig große Speicherkarte gefunden und die war sogar reduziert um 20 Euro. Die musste ich sofort kaufen. So, ich habe eine neue Krankenkassenkarte. Und ist euch mal aufgefallen, dass wenn man Fotos für die Krankenkasse macht, dass man immer scheiße darauf aussieht? Und ich habe so ein richtig geiles Foto genommen, wo ich richtig gut aussehe. Und dann haben die das Foto so zerschnitten. Und ich glaube, das Foto wurde sogar bearbeitet. Weil ich bin so weiß da drauf, ne? Also noch weißer geht's nicht, sonst wäre ich ein Geist. Also wirklich. Aber ab dem 1.4. habe ich eine neue Krankenkasse. Und wisst ihr, wie ich mich darüber freue? Wie Bolle.
Soll ich euch jetzt das Negative sagen? Ich habe mir immer noch nicht die Haare gefärbt und ich habe auch überhaupt gar keine Lust dazu. Ich habe wirklich keine Lust. Ich kriege irgendwie nicht so ganz den Arsch hoch. Irgendwie, wenn man so 8 Stunden bei der Arbeit war, hat man irgendwie keine Lust mehr auf sein Privatleben. Und wo man dann so 4 Tage frei hatte, war das irgendwie einfacher. 4 Tage frei, da weißt du, da schläfst du am ersten Tag aus, steigst in die Arbeit rein und sagst dir, boah, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Und super top, alles fertig. Und dann gehst du arbeiten, entweder in der Frühschicht oder in der Spätschicht. Du kriegst vor der Spätschicht nichts fertig und in der Frühschicht, wenn du von der Arbeit kommst, bist du müde und schaffst es gerade mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Naja. Ob ich es heute wohl irgendwann noch mal auf die Reihe kriege, mir die Haare zu färben. Damit ich nicht immer so zerwuselt aussehe. Naja. Ich wage es irgendwo zu bezweifeln. Obwohl das ja nur 30 Minuten dauern würde, ne? Da bin ich echt faul zu. Ich muss mir echt mal einen neuen Friseur suchen. So sehr ich Corona auch gemocht habe, ne? Eine negative Sache hatte das. Mein Friseur hat zugemacht. Ja, ich meine, es ging vielen Unternehmen so, dass die in Corona zumachen mussten, was mich auch traurig gemacht hat, so an sich. Aber ich möchte Corona nicht vermissen. So. Ich versuche jetzt Motivation zu finden. Vielleicht mache ich mir dann noch die Haare. Aber nur vielleicht. Ich überlege noch. So, meine Wäsche ist auch endlich fertig. Ich stelle euch mal hier hin. Ja, da habe ich meine Wäsche gemacht. So, die hängt jetzt. Und ich habe meine Haare immer noch nicht gefärbt. Hier steht sie. Da. Dieselbe Haarfarbe, die ich jetzt habe. Nur eine Etage heller. Glaubst du, ich komme dazu? Nein, ich komme da natürlich nicht zu. Naja, ich gucke mir gerade das perfekte Dinner an. Und ansonsten mache ich eigentlich auch gar nichts, außer auf meiner Couch sitzen mit meiner Decke. Mir ist nämlich total kalt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Heizungen sind an. Aber meine Finger sind saukalt. Genauso wie der Rest. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber bei mir stellen sich hier die Haare auf. So, ich mache mir jetzt nur noch einen Tee. Und dann chill ich hier auf der Couch. Wir sehen uns morgen wieder. Hallo, willkommen auf dem Dienstag. Ja, ich bin immer noch dabei auszumisten. Ich wollte mal eben in der Küche die gelben Säcke holen. Dann gehen wir mal raus aus der Küche. Habe ich nämlich gerade sauber gemacht. Also was heißt sauber gemacht? Ich habe die Spülmaschine angemacht. So, ich habe ja einen ganzen Stapel noch an Wäsche da liegen. Und ich stelle mich hier hin, damit ihr das auch sehen könnt. So. Diese Dinger sind überhaupt nicht stabil, aber so what. So. Jetzt wollen wir erstmal hier klar Schiff machen.
indem wir erstmal alles wegräumen. Das kommt dann die nächsten Tage in die Altkleidersammlung. So. Das ist ja schon ganz schön viel, wenn man den Sack hier so hat. Vor allem, er geht hier auch schon wieder kaputt. Naja. Erster Sack ist gefüllt, den stelle ich mal direkt hier vorne hin. Den lasse ich noch offen. So, den Sack lasse ich noch offen. Kann sein, dass da noch was zukommt. So, jetzt gehen wir ins Badezimmer. Da muss ich nämlich auch ausmisten. So, ich suche gerade meinen Einkaufskorb. Der kleine steht hier. Guck mal da oben. Nee, dann müssen wir jetzt weiter aus. So. Ich habe nämlich hier diese Schränke voll. Guck mal, das hier. Stehen überall meine ganzen Parfümflaschen rum. Und hier das hier. So. Da müssen wir jetzt auch mal ganz dringend ausmisten. Ich stelle mal meinen Einkaufskorb hier hin, damit wir näher hier dran sind. Der hier ist übrigens sehr schlecht. Habe ich mal geschenkt bekommen, brauche ich nicht. Female Touch. Echtes Glas, hart. Mein Badezimmer stinkt jetzt nicht. Boah. Da habe ich jetzt noch mal Glück gehabt. Weil das letzte Mal, als ich eine Flasche kaputt gehauen habe, ich sage euch, mein ganzes Badezimmer hat gestunken. Ich habe den Gestank eine Woche nicht rausbekommen. Das war so ein ganz ekelhaftes vom Discounter, was ich mal geschenkt bekommen habe. Und das ist mir runtergefallen. Und das hat so ekelhaft nach Vanille gerochen, ne? Aber so richtig künstlich. Ich habe den Gestank eine Woche nicht rausbekommen. Oh Gott. Ja. Brauche ich auch nicht. So. Wisst ihr, was richtig gut riecht? Das von Sex and the City. Da habe ich nämlich gleich die beiden. Die riechen sehr gut. Was übrigens auch schön ist, ist das von Halle Berry. Und mein absolutes Lieblingsparfüm ist das von Max, Waterlove.
Da habe ich schöne Erinnerungen dran, wirklich. Ich habe noch das von Naomi Campbell. Das riecht auch sehr gut. So, die zwei stelle ich wieder in den Schrank. Die sind auch schon zur Hälfte leer, weil das benutze ich echt oft. So. Dekat Donner. Ups, guck mal, die gehen auch schon kaputt. Das ist nämlich tatsächlich mal etwas, was ich geschenkt bekommen habe. Das von J.Lo. Das riecht nach Butter. Das riecht echt gut. So. Oh ja, das behalte ich. Hypnotik. Es ist ja hochwertig, ne? Das kommt auch weg. Oh, noch so ein Billigparfüm. Ich habe hier noch eins von Celine Dion drin. So. Gesichtsdampfbad, das ist wirklich schön. Und Clarifying. Also ich kann euch die Gesichtsreinigungsmaske von Dr. Hauschka nur sehr empfehlen. Ich habe früher mal ein paar Produkte von Dr. Hauschka gekauft. Ich war sehr zufrieden, aber die Preise sind natürlich dementsprechend hoch. Muss man sich gut überlegen, ob man sie kaufen möchte oder nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Geld zu investieren. Oh, klasse. Mein Sammelsurium an preiswerten Billigparfüms. Guck mal, das ist schon leer. Da gehe ich auch gar nicht durch. Die werden alle weggeschmissen. Ich muss jetzt auch mal so langsam den Schrank so ein bisschen frei machen. So. Ich zeige euch mal, was ich ausgemistet habe. Das habe ich ausgemistet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich Parfüms einfach so wegschmeißen darf. Also in den Altkleidercontainer. In die, wie nennt sich das? In diesen Flaschencontainer. Genau, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich die da reinwerfen darf, aber ich guck mal, weil die muss ich nämlich entsorgen. So. Hier ist noch ein Waschlappen drin. Ach, guck mal an. Hier sind auch noch Handtücher. Diese, die habe ich noch gar nicht ausgemistet. Bis jetzt bin ich ja echt nur hierbei, dass ich hier alles ausgemistet habe. Ich werde mir jetzt was zu essen in den Ofen schieben und dann gucke ich mal, weil ich muss nämlich gleich noch duschen und bei meine Haare machen. Und nein, ich färbe die nicht, ich färbe die morgen. So, zurück im Badezimmer. Ich wollte euch ein kleines Update geben
zu meinen Supplementen, die ich selber gemacht habe. Die sind sehr gut. Die zeigen sogar Wirkung. Ja? Da sind ja Spirulina und Chlorella drin und Moringa, Acai. Also alles, was gesund ist, was gut ist für den Körper. Und man merkt richtig, der Körper, das System im Körper räumt richtig auf. Auf, ja. Vor allem auch mit denen. Probiona von Love Nature oder Nature Love in dem Fall. Das sind ja die Supplemente für den Darm. Die sind auch schon fast aufgebraucht. Ich nehme jeden Morgen 3 Stück hiervon und 2 Stück hiervon. Die sind... Die sind sehr gut. Ich habe ja gesagt, die räumen komplett den Körper auf, was sie tatsächlich auch tun. Man merkt es, man ist vitaler, man ist fitter, man ist nicht mehr ganz so müde wie sonst. Und ja, man kommt mehr ins Tun, weil man mittags nicht mehr so auf der Couch liegt, weil man so down ist. Also man merkt so richtig, es beflügelt einen richtig. Einen Nachteil hat es allerdings, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier und hier, das ist hier sehr uneben. Wenn ich sage, der Körper räumt sich auf, es wird natürlich immer erst schrecklicher, bevor es besser wird. Und zwar ist es in dem Fall so, dass alles, was im Körper nicht da zu sein hat, möchte raus. Und dementsprechend kommen Sachen an die Oberfläche, von denen man gar nicht möchte, dass sie rauskommen. Aber es ist halt so, wenn der Körper sich halt aufräumt, da muss man halt mit unerwünschten Nebeneffekten rechnen. Und das ist ja auch gar nicht so schlimm. Wenn der Körper sich nämlich aufgeräumt hat, dann wird das Hautbild viel, viel klarer, weil ich das in der Vergangenheit schon mal gemacht habe. Das dauert auch gar nicht lange, das dauert maximal so 14 Tage. Also zumindest beim letzten Mal, da hat der Körper sich nämlich aufgeräumt. Und nach 14 Tagen wird das Hautbild so klar und ebenmäßig, da hast du das Gefühl, du hast nie unreine Haut gehabt. Und die sind total praktisch und die sind sogar sehr gut. Die schneiden sogar in Stiftung Warentest mit 1,2 ab. Also mit solchen Masken könnt ihr echt nichts falsch machen. Und vor allem sind die auch gar nicht teuer. Die gibt es nämlich schon ab 50, 60 Cent. Und die hat Mama eben ganz schnell eingepackt. Und das Hautbild ist danach klar und deutlich sichtbar. Gerade wenn ihr so einen Detox macht und eure Haut richtig aufräumt mit Clean Eating und Darmsanierung und Supplementen, dann räumt der Körper sich ja von innen auf. Und man sieht es halt am Hautbild, weil das Hautbild ist leider nicht mehr ganz so klar. Zumindest nicht so, wie es sein soll. Ja, ich gucke zwischendurch ein bisschen in den Spiegel, damit ich das besser auftragen kann, weil im
Im Video selber sehe ich das nicht so, wo ich hinpinsele. Ist auch gar nicht mehr viel drin. Ne? Ich hatte das nämlich umgepackt. Wenn ihr euch so eine Schäbensmaske kauft, ich lasse die immer so 20 Minuten drauf, bis sie komplett trocken ist. Das reicht meist für 2-3 Durchgänge, weil ich hau auch nicht die ganze Packung da drauf, sondern immer nur so ein bisschen. Vor allem, ich mache auch nicht immer eine ganze Maske, sondern manchmal mache ich auch nur die T-Zone. Und dann benötigt er auch gar nicht eine ganze komplette. Muss ja jetzt nicht so einen ganz kleinen, pingeligen Rest da drin haben. Dann kann ich auch alles verteilen. Weil dann ist er wenigstens aufgebraucht. Kann ich beim nächsten Mal neu kaufen. Die Maske, Tonerdemaske, lasse ich jetzt 20 Minuten drauf. Und dann wasche ich mir die ab. So, wir sehen uns später wieder. So, Maske ist ab, wie ihr sehen könnt. Und man hat so richtig schöne, glatte, saubere Haut, porentief gereinigt. Dieser Pickel, ne, der wird mich noch ein paar Tage begleiten. Aber es fühlt sich alles schön an, es fühlt sich alles glatt an, es fühlt sich richtig tiefenhygienisch gereinigt. Vor allem hier oben. Und man kann so richtig schön darüber reiben. So, nachdem ich die Maske aufgetragen habe und sie 20 Minuten habe einwirken lassen, fühlt sich das Ergebnis richtig schön an auf der Haut. Und damit der Abend auch richtig schön perfekt ist, werde ich jetzt erstmal duschen gehen. Und dann werde ich die Alterra sensitive Körpermilch auftragen. Und dazu gibt es Isana Aloe Vera Creme für die schönen Hände. Und das war's. Ach so, für das Gesicht, ne? Aloe Vera Creme habe ich aus Mallorca mitgebracht. Die ist richtig schön, die zieht richtig schön in die Haut ein. Ich liebe sie. So, wir sehen uns morgen wieder. Guck mal das perfekte Dinner an. Es ist nämlich schon Mittwochabend. Ich hatte heute Morgen Frühschicht und da habe ich ein bisschen verschlafen. Also nicht die Frühschicht, sondern mein Vormittag. Ich bin heute Mittag um 14:30 nach Hause gekommen und bin tatsächlich bei meiner Tasse Kaffee eingeschlafen. Ja, sowas soll es geben. Die habe ich gesucht. Ich habe nämlich noch eine DVD auf eBay verkauft. Das auf eBay reinzusetzen lohnt sich durchaus. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt enorm viel wäre, was dort verkauft wird. Noch einen einzigen Umschlag. Naja. Thank you.
So, das Päckchen ist fertig und ich habe erstmal Shorts gedreht. Ich brauchte ein paar Ideen und dann habe ich so erfolgreiche Sprüche gegoogelt und dann habe ich daraus ein 5 Years Memory gemacht. Da findet ihr nämlich die Playlist. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Jetzt sind die bis Freitag fertig und die gehen jetzt bis Freitag raus. Samstags kommen ja immer nur zwei raus, weil samstags lohnt sich es halt auch einfach nicht. Und dann fehlen mir nur noch zwei für Sonntag. Ja, das mache ich. Alles schrittweise, Schritt für Schritt. Habt ihr mal versucht, 30 Tage lang am Stück Shorts zu produzieren? Ich habe es versucht. Und das Ergebnis ist richtig gut. Ich habe im Januar, lag ich bei 304 Abonnenten. Und im Februar habe ich dann angefangen, Shorts zu produzieren. Mittlerweile sind es schon über 100, die da zusammenkamen. Das Resultat ist, dass ich gerade bei 373 Abonnenten liege. Ich habe nur allein seit Januar 73 neue Abonnenten bekommen und das nur durch Shorts produzieren. Das bringt tatsächlich eine Menge. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal kennt, so geht YouTube. Aber da habe ich mal reingeschaut und das ist ein richtig toller Kanal. Da kann man auch sehr gut lernen und ich kann ihn euch nur empfehlen. So, jetzt werden wir ins Wohnzimmer zurückgehen, auf meine Couch, wo dann schon meine Decke auf mich wartet. Ihr seht es hier. Ich habe nämlich heute Mittag nämlich schon hier gelegen und geschlafen. Ich konnte nämlich nicht mehr wach bleiben. Ich hatte meinen Kaffee in der Hand und immer so. Ja, das war dann, als ich angefangen habe, meinen Kaffee zu trinken. Ich habe nur einen einzigen Kaffee getrunken. Ich konnte nicht mehr wach bleiben. Und als ich dann mich hingelegt habe und geschlafen habe, musste ich feststellen, dass wir schon 18 Uhr hatten. So, ich mache mir jetzt auch nur noch was zu essen fertig. Ich weiß noch gar nicht, was ich essen will. Also was heißt, ich weiß nicht, was ich essen will. Es gibt auf jeden Fall das Gemüse von gestern. Also es gibt auf jeden Fall vegane Chicken McNuggets mit dem restlichen Gemüse hier. Die sind auch echt lecker. Jetzt 20 Minuten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich werde mich schon auf mein Wochenende freuen, weil ich habe nicht 3 Tage am Stück frei. Ich habe den Samstag, den Sonntag und den Montag. Und vielleicht kriege ich es dann tatsächlich fertig, mir tatsächlich die Haare zu färben. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Alle guten Dinge sind 3. Auch wenn ich 3x3 Anläufe brauche. Also, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.